So, bin wieder da, wer noch? Meine Geduld ist am Ende. Ich werde Sag doch sowas nicht. Ist nicht wahr. Ich hatte gehofft, eben schnell zu werden. Oh, schade. Hartnäckiger als erwartet. Da war ich nicht schnell genug. Nichtsdestotrotz in eurer Bemühung des Vergebens. Ihr tötet Fertigen Sterblichen. Tragt die Schuld an diesem Krieg. Ich tue. Hallo, du bist tot. Du bist tot, fall um. Dann soll es so sein. Du bist tot. Okay, dann nicht. So, gib mal her, so eine Untertasse hier. Ab auf die Untertasse und Touché-Effekt, oder nicht? Ah, jetzt. Sag ich doch. Geht doch. Das ist bestimmt das beste Flugmount, das es jemals gegeben hat. Die fliegende Untertasse. Mal gut, da ist das nicht wirklich als Mount gibt. So. Ja, komm, schwing mich auf den Drachen, aber mach ihn. Wir sind zeitig. Hui! Maligos! You're doomed, I tell you, doomed, totally! Erzähl mir mehr davon, du komischer Drache. Danke! Er hat jetzt realisiert, dass er tot ist. Was habt ihr getan? Puh, okay. So. Damit haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Wo ist das Portal? Da ist das Portal. Yay! Raus da! Was? Die Pandaren haben das als Maut? Ach du Scheiße. Ich würde sagen... Wir machen noch mal eben schnell Black Temple. Mal eben schnell. Geht ja fix. So, wie fahre ich da am besten hin? Dalaran? Dalaran, Shadrat, ja. Könnte gehen. Ne? Es gibt einen Teppich. Aber nur für Schneiderer, glaube ich. Ich glaube, für andere gibt es keinen Teppich. Bin mir auch nicht ganz sicher. So, wieder die besten Ladebildschirme von Dalaran. Incorporated. Komm schon, Dalaran, Ladebildschirm, lass mich nicht im Stich. Mach hinne. Wir sind zeitig. Stunden später. Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, der Ladebildschirm bleibt einfach für immer so stehen? Das ist genau das Gefühl, das ich jetzt habe. Voll betörend. Also eigentlich gar nicht. Oh mein Gott, er bewegt sich. Er bewegt sich tatsächlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach hinne. Ich hasse diesen Dalaran-Ladebildschirm, ne? Wie die Pest. Alle anderen sind okay, aber der von Dalaran ist abartig. Einfach nur abartig. Du und zeitig essen, glaubst du selbst nicht? Ja, das ist wohl wahr. Das glaube ich wirklich selbst nicht. Komm schon, gib mir Lebenszeichen. Gib mir mehr davon. Nicht diese fritzigen Millimeter da. Boah. Hey, ich bin wieder da. Hey. So, erstmal verkaufen gehen. Hallo?
Ja, für das Mammut wird es noch nicht reichen. Aber goldtechnisch habe ich schon ein bisschen was gemacht heute. Für nur mal eben schnell ein paar WOTLK-Instanzen ablaufen. Das geht schon. Dann kann ich jetzt auch gleich hier mal eben zur Bank und die ganzen T-Tokens hier mal ablegen. Einfach mal, weil kann man ja mal machen. Hui. So, nee, nicht Gildenbank, meine Bank. Die sowieso so voll ist mit Schrott. Was habe ich da alles drin? Ich hab keine Ahnung, da kommt jetzt noch mehr Zeug rein. So, das hier kommt da auch rein. Schaldereiseite, das kann man auch vielleicht gebrauchen. Dort Zeug kommt hier erstmal rein. Und dann ist es auch gleich voll. Aber ich weiß halt, BT wird halt voll, was, das ganze Zeug angeht. Ach, das kann ich auch verkaufen. Was den ganzen Loot angeht. Aber ein BT kann ich wenigstens zwischendurch nochmal verkaufen. So theoretisch. Für die Allianz. Okay. Ja, ich habe tatsächlich meine Pizza noch gegessen. Man glaubt es gar nicht, aber es ist wirklich so. Ich war ganz brav und habe aufgegessen. Moment, das bedeutet, morgen scheint die Sonne. Oh nein. Sonne ist bösartig, bösartig. Alter, was hat alles auf der Bank? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe da einiges an Schmiedekunst, Gedöns, Rohstoffen und sowas halt auch noch drauf für... Naja. Wenn ich dann irgendwann mal, ne? Ach, es gibt hier gar kein Schattraportal. Okay, dann muss ich in das Tal der Ewigen plüten. Wenn ich dann irgendwann mal Schmiedenskille, das müssen wir halt auch noch irgendwann machen. Machen wir vielleicht auch hier so im Live-Let's Play oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja flexibel. Na, so ein bisschen. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt so mehr gebunden an den Charakter mit den Aufnahmen, mit den anderen beiden Heinis. Ne? Hat er uns gerade Heinis genannt? Möglich. Na komm. Ich will nach Schattrad. Ogo, ogo. Aber nein, wir haben natürlich den Ladebildschirm des Todes. Da geht das nicht so fix. Er hat nicht gerade Heinis gesagt. Doch. Das hat er. Und wie er das hat. Da fand ich Beppus lustiger. Beppo Heini. Hi, Mob. Ja, du sollst auch keinen Mob schwingen. Du sollst einen Mob umhauen. Ich muss hier ja nur kurz hin für einen Zwischenstopp. Für einen weiteren Ladebildschirm. Wupp-tido. Ah, ja, ja. Mob. Furchtbar. Ein furchtbares WoW-Kapitel. Wobei es halt inhaltstechnisch wohl angeblich ein gutes Add-on gewesen ist. Aber nein. Ich verbinde hier mit sehr viel negative Erinnerungen. Und das nicht über den Content bezogen. Wobei eigentlich schon, ja doch, ja. Es war einfach zu... Allein wenn ich darüber nachdenke. Nee. Nee. Da sträubt sich bei mir echt alles zusammen bei diesen Addon, wirklich. Was ist eigentlich mein Lieblings-Innie, welches mein Lieblings-Raid und warum? Also Lieblings-Raid, entweder ICC oder BT. Bei wegen Arthas und Elidan, die coolsten Säue von Azeroth, ja. Und Instanz. Ich glaube,
die Schwarzfelstiefen. Weil es einfach so mega lang ist und überall hast du irgendwas zu entdecken. Und damals war es halt cool. Ne? Damals vor 100.000 Millionen 50 Jahren. Oh ja, das ist lange her. Weil untere Schwarzfelsspitze mag ich eigentlich auch. Ich mag grundsätzlich halt die langen Instanzen, die halt dennoch irgendwie vielfältig sind. Also Gnome Eregan, da sieht halt alles wirklich gleich aus. Das ist, nee. Nee. Es war mega lange Instanz, auch da ist so viel zu entdecken, aber so, nee. Einfach nur nee. Stunden später. Ja, ist wieder typisch Mobot-Logik. Mobot kennt die Seite nicht, die er selbst postet. Das ist Mobot, wie wir ihn kennen und nicht lieben. Ich fand cool, dass sie in Mob Sif mit eingebunden haben. Also den Wolf aus Dark Souls. Das war so, oh mein Gott, das kenne ich. Aber das ist eins der wenigen positiven Dinge, wenn ich an Pandaria denke. Und es gab coole Cutscenes zwischendurch. Also insgesamt so, da. Allein wenn ich die Musik höre vom Mob, oh. Ich meine, es ist passig, es ist stimmig, aber die Musik vom Mob und generell so alles, was ich mit Mob erlebt habe, war so, oh, nee. 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 Einfach nur nee. Ich will darüber gar nicht erst nachdenken. Mir graute schon, wenn wir dann da irgendwie dann die ganzen Quests machen. Aber was soll's? So. Dann wir mal rein da in die gute Stube. Einfach mal durch die Bretter hindurch. Auf zur Illidan. So ein bisschen. Ich weiß gar nicht, angeblich haben sie da auch am Ende der Instanz, also des Raids hier, irgendwas geändert mit dem Ableben von Illidan, wenn ich mich nicht irre. Was irgendwie dann wohl ein bisschen mehr erklären wohl soll, wie das mit Illidan weiter zustande gekommen ist. Wie genau? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur davon gehört. Aber schauen wir uns mal an, wenn wir mal irgendwann die Spitze des Tempels erreichen. Auch das, ne? Eins der mega langen Raids damals. Mega cool. Mega awesome. Das waren Zeiten. Na, ja, nee, den Schrotz habe ich gar nicht erst auf. Nee, das tue ich mir gar nicht erst an. So viel Schrott, wie hier droppt. Ich werde hier noch genug einsammeln. Und goldtechnisch lohnt es sich hier noch weniger als zu den WOTLK-Raids. Ist einfach so. Hallo, Herr von und zu Nummer erster Boss. Er ist tot. Hat nicht sein Haustier gedroppt. Bedauerlich. Aber eine Einhandaxt. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. Jetzt habe ich ja doch den Schrott aufgesammelt. Es ist doch nicht wahr. Ui. Gut.
So, dann kommen wir jetzt gleich zu dem Boss, von dem auch das Haustier herkommt, glaube ich. Ich glaube, der kleine Obisius kommt von dem gleich folgenden Boss, weil es quasi der Boss himself ist. Hui! Auch das, ne? Damals mega episch, mega cooler Wait. Mega lange gedauert, bis man da mal dann am Sonntag dann durch war. Ja, es ist himself. Supremus und hier heißt er Abyssius. Ja, ja. Ja, der ist wirklich so groß, wie er aussieht. Die haben vielleicht leicht übertrieben. Damals war es auch noch so, die Sichtweite vom WoW konntest du technisch gesehen gar nicht so weit einstellen, dass du den auf die Entfernung überhaupt sehen konntest. Und du standest dann irgendwie da so vor seinen Füßen und dachtest so, oh, das ist aber ein großes Etwas. Ja, teilweise war die Sichtweite dann früher etwas sehr stark eingeschränkt. So. Hier, Beyblade. Tot. Da. Jetzt ist das Haus ja auch nochmal gedroppt. Das heißt, ich könnte das jetzt wiederum nochmal abgeben an irgendwen. Wenn irgendwen ein bisschen haben will. Vielleicht kommt es auch einfach auf die Gildenbank. Aber ich habe zwei davon. Hey, ich kann mir ein ganzes Haustier-Team aus Abyssius bald herstellen. Whoop-di-doo. Hey, sie wollen mich alle töten, ihr Schweine. Ja, 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 ja. So, hier mit der guten alten Akama einfach mal reden. Wo kommen die Schildkröte jetzt her? Sag nicht, die habe ich von da ganz hinten weit gepult. Und gleich noch einer dazu. Ja, okay. So, schon zu voll hier. Hier muss man eigentlich so ein bisschen aufpassen, dass Akama dabei nicht stirbt, sonst ist hier Boss-Reset. So, ja, achte auf den NPC. Escort-Quest schon fast. Nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen. Hier einfach nochmal, ne? Beyblade in Action, damit man hier die Kanalisierer hier erledigt. So. Und dann war es das quasi auch schon fast. Hier kommt jetzt der dunkle Schemen von Akama, den wir jetzt hier einfach nochmal bezwingen sollen, weil wegen wir können's. Na komm. Tot. Und wir haben tolle Schultern bekommen für Jäger, wenn wir jetzt Jäger werden. Hier. Welche mit Augen dran. Die sind eigentlich ganz cool. Vor allem, weil es Kettenrüstung ist, die auch außerhalb von dem Jäger T5-Set, glaube ich, war das, man tragen kann, wenn man unbedingt die haben möchte. Ich mag die. Ja, ich finde die Knorke. So. Auf zum nächsten Boss. Yay! Manchmal wünsche ich mir halt, in solchen alten Ways könnte man tatsächlich irgendwie einfach mal aufmounten, weil wegen kürzere Wege und teilweise hast du wirklich lange Wege, wo du wirklich nichts hast, keine Gegner, an die du dich ranstürmen kannst und ich als Krieger, ne, ich muss halt immer schnell am Gegner sein. Aber es geht halt auch nicht immer. Nicht immer, aber immer öfter. Ja, 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 ja. Guten Tag, die Herren. Tot. Oh. Da sind sie auseinandergefallen, die Schweine. Das sind Orks, keine Schweine. Jetzt kommt das selber rum. Du Rassist. Jan. Jetzt gerade mal nicht.